Was passiert eigentlich, wenn ihr einen schweren Koffer auf eine Brille fallen lässt? Das könnt ihr gleich sehen. Wie ihr sehen könnt, gar nichts. Und das erkläre ich euch gleich im nächsten Video. Hallo und herzlich willkommen im Augenzentrum TV. Heute besprechen wir ein ganz besonderes Thema, und zwar die unverwüstliche Brille. Ja, die gibt es wirklich. Wie ihr gerade im Intro gesehen habt, habe ich einen wirklich schweren Reisekoffer auf diese Brille hier drauf fallen lassen. Und was ist passiert? Gar nichts. Sie hat es überlebt. Sie war zwar ziemlich zerknautscht, aber sie ist dann wieder zurückgegangen in die Ursprungsform und nichts ist passiert. Denn diese Brillen sind von der Marke Glorify. Und Glorify ist eine junge Marke aus Österreich. Wie ihr wisst, ist mir das wieder ein Herzensanliegen, viel aus Österreich bei uns zu haben. Und die sind ganz besonders. Christoph Egger ist ein junger österreichischer Unternehmer, der sich gedacht hat, was wäre, wenn die Brille zum Beispiel bei einem Unfall nicht kaputt werden kann und die Verletzungsgefahr dadurch gemindert wird. Natürlich habe ich jetzt noch den zweiten Vorteil, wenn mir was passieren sollte, nehmen wir an, am Flughafen, ich bewege mich schnell, stoße irgendwo an, die Brille fährt mir runter und der Koffer, puck, ist drauf. Was passiert? Gar nichts. Null. Nada. Es passiert gar nichts. Die Brille kann man biegen, kann man versuchen zu brechen. Da passiert gar nichts. Ihr wisst ja schon, ich habe mal in Obertown eine Glorify Skibrille getestet und das war ganz genauso. Die war auch unzerstörbar. Genauso ist es hier. Nur die wenigsten wissen, dass Glorify auch als Korrektionsfassungen wunderschöne Brillen macht. Die meisten verbinden Glorify durch viel Werbung natürlich auch mit der Sonnenbrille. Die habe ich euch auch schon vorgestellt in einem Video. Aber nicht viele wissen, dass es Korrektionsfassungen gibt und die will ich euch heute vorstellen. Die haben genau den gleichen Vorteil wie die Sonnenbrillen. Unverwüstlich. Deswegen ist ja der Slogan von Glorify unbreakable. Ja, unzerbrechlich. Und so ist es auch. Glorify stellt auch eigene Gläser her. Das heißt, wenn wir eine Brille für euch von Glorify verkaufen, kriegt sie auch Glorify Gläser rein. Die sind auch unzerstörbar. Und das hat einen Riesenvorteil. Stellt euch vor, ich wünsche es keinem, natürlich, klar, aber stellt euch vor, ihr habt einen Unfall. Irgendwas passiert, egal, Mountainbike, Skifahren, beim Wandern, ja. Man stolpert blöd, fällt und man fällt leider auf das Gesicht. Was passiert dann? Meistens zerbricht die Brille. Doch die wenigsten bedenken, was dann passiert. Ja? Alleine wenn ich schon an das Airbag denke. Ja? Mein Vater hat letztens einen Unfall gehabt, wo das Airbag ausgefahren ist. Ja? Alleine daran, wenn ich schon daran denke, was da passiert, was da für Kräfte wirken. Da muss theoretisch jede Brille kaputt werden. Doch was passiert eigentlich, wenn die Brille kaputt geht? Da entstehen scharfe Teile, die euch schwer am Auge oder Umfeld vom Auge verletzen können. Das kann wirklich zu schlimmen Verletzungen führen. Doch das gibt es bei dieser Brille nicht. Ihr könnt euch nicht verletzen, egal was passiert. Und das ist Glorify. Eine Innovation aus Österreich. Ein österreichisches Unternehmen, das wirklich sehr tolle Produkte herstellt. Und die können wir euch bei uns anbieten. Kommt vorbei, schaut es euch an, wie immer beim Kaffee bei mir. Und wir erklären euch alles über Glorify, über die Philosophie, die Brille und die Gläser dazu. Top-Beratung wie immer inkludiert. Und natürlich vermessen wir euch auch, wenn ihr wollt. Gut, das war jetzt Glorify. Und was passieren kann, wenn ein Koffer auf eine Brille fällt? In dem Fall nichts. Ja, und wenn ihr es sehen wollt, kommt zu uns. Und ich schließe jetzt das Video ab. Wünsche euch scharfes Sehen wie immer und alles Gute. Stay unbreakable. Tschüss.